Telegram gibt ein großes Versprechen. Hier kannst du sicher kommunizieren. Die Schattenseite? Kriminelle dealen deswegen hier mit Waffen und Drogen. Terroristen planten Anschläge über Telegram. Oder träumen davon. Schnappen wir uns diese Schweine. Den Lauterbach, den kriegt man auch auf der Autobahn. Kurz mit dem Auto rangefahren, zack, Kopfschuss, weiterfahren. Die Anonymität von Telegram hat aber auch gute Seiten. Oppositionelle in Hongkong oder Belarus nutzen die App, um ihre Proteste zu organisieren. In der Ukraine warnen sich Menschen über Telegram vor russischen Angriffen. Und der Präsident spricht über Telegram zur Welt. Freedom of speech, egal für wen. So das Versprechen. Aber ist das wirklich so? Wir fühlen Telegram auf den Zahn und sind dafür bis nach Dubai gereist. Das soll der Turm sein. Bis zur bislang geheimen Firmenzentrale. Eine Woche bevor wir diese Recherche beendet haben, veröffentlicht Telegram eine ziemlich ungewöhnliche Umfrage. Darin werden alle Userinnen und User in Deutschland gefragt, ob Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt weitergegeben werden dürfen oder nicht. Das ist ziemlich ungewöhnlich, denn der Telegram-Gründer Pavel Durov, hat seinen Usern immer das Gegenteil versprochen. Bei Telegram bist du safe. Seit der Gründung habe Telegram nicht einen einzigen Byte Nutzerdaten weitergegeben. Und genau mit diesem Mantra inszeniert sich Durov als eine Art letzter Verteidiger der Meinungsfreiheit. Und genau deswegen ist er für viele ein Held, ein Staatenloser, der für radikale Meinungsfreiheit kämpft. Kein Staat hat ihm was zu sagen, er dient nur seinen UserInnen. Telegram ist unabhängig. Auch der Vizepräsident wiederholt das Mantra in einem sehr seltenen Interview. Es wird immer wieder versucht, ein oppositionelles Bild von uns zu zeichnen. Aber unser Standpunkt war und ist immer neutral. Wir sind nur eine Plattform, auf der Leute ihre Meinung sagen können. Und Meinungen können halt unterschiedlich sein. Es klingt radikal und beeindruckend konsequent. Ja, idealistisch. Was sind das für Leute, die Telegram machen? Monatelang haben wir versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das Erste, was wir feststellen mussten, die haben darauf wenig Bock. Doch nach ein paar Wochen ein erster Erfolg. So, wir sind hier in Barcelona jetzt angekommen. Wir treffen hier einen ehemaligen Telegram-Mitarbeiter, Elis Campo. Der hat ein paar Jahre im innersten Zirkel des Unternehmens gearbeitet und will uns jetzt mal so ein bisschen beschreiben, wie es da drin ist und ja, wieso da die Geflogenheiten sind und wie die Leute so drauf sind. Okay, let's go. Der Messenger hat weltweit angeblich nur rund 20 Mitarbeiter. Es gibt nur sehr wenige Leute, die mal im Inner Circle waren. Ich hoffe einfach, dass Elis jetzt nicht absagt, auch kurzfristig, weil die Kommunikation mit ihm bisher auch immer relativ anstrengend war. Barcelona ist Elis Heimatstadt. Wir sollen ihn im Zentrum treffen, in der Nähe der beliebten Flaniermeile La Rambla. Noch hat er nicht abgesagt. Das Interview soll in einem katalanischen Kulturzentrum stattfinden. Und tatsächlich, Elis kommt zur vereinbarten Uhrzeit. Elis, hey, how's it going? I just washed my hands. No worries. This is Henning. Elis ist Ingenieur, ausgebildet an der Elite-Uni Stanford. Hat vorher bei WhatsApp gearbeitet. Dann war er 6 Jahre lang Manager bei Telegram. Er wechselte, weil er glaubte, Telegram sei ehrlicher, nehme seine User ernst. I would say that Telegram is potentially one of the greatest product companies right now and with the most efficient team. Very committed to the vision, very committed to the mission, to the values of the founders. Who's making the decisions inside this company? Is it everything is concentrated on one person or is it like a democratic process? The founder decides, it's his company, so it's in this sense it's very different from any other type of Silicon Valley company where it has different types of governance. In this case, the company was full ownership by the founder, so he took the decisions of mostly all the decisions to take. Idealistisch ja, aber eher top-down. Einer dieser Entscheidungen hat Elis nicht mittragen können. Er war schon länger unzufrieden. Der finale Grund für seinen Abgang folgt am 6. Januar 2021. Der Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Tausende Trump-Fans greifen Amerikas Demokratie an und sie organisieren sich auch auf Telegram. Weil Twitter, Facebook und Co. die Accounts von Donald Trump sperren, wechseln seine Anhänger zu Telegram. Auch Trump Jr. eröffnet einen Kanal und kritisiert die Zensur auf Mainstream-Medien. Die Downloadzahlen belegen das.
Allein im Januar wird Telegram in den USA rund 4 Millionen Mal heruntergeladen. Im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg um 223%. Elise war das zu krass. Er sagt, er habe seinen Chef Durov gedrängt, sich zu distanzieren. Doch stattdessen schwärmt der in einem Post von der größten digitalen Migration der Menschheit und gibt Facebook einen Rat. Respektiert eure User. Es war konsequent, aber Campo fand es abgehoben. I think the slight arrogance of this messaging is part of the identity of the company and part of the identity of the founders, and that's kind of the signature or the values of the company. Um Pavel Durov noch besser verstehen zu können, müssen wir ein paar Schritte zurückgehen, dorthin, wo alles angefangen hat, nach St. Petersburg in Russland. Hier hat der Mythos Telegram seinen Ursprung. Doch zuerst gründet Pavel Durov hier eine andere Firma. V-Kontakte, das russische Facebook. Weil wir selbst nicht einreisen können, übernimmt unser ARD-Korrespondent Demian Rote Jacke rechts im Bild. Er trifft Anton Rosenberg, Rote Jacke, Rote Mütze. Anton hat damals als Programmierer für V-Kontakte und später auch für Telegram gearbeitet. Mein Büro war dort an der Ecke. Ein paar Fenster weiter links war der Konferenzraum. Und rechts alles bis zum Ende des Gebäudes. Insgesamt die halbe sechste Etage. Durov war schon früh ein Held, den man nicht hinterfragt. Der Besprechungsraum für die wichtigen Konferenzen war einer Folterkammer nachempfunden. Die Kuppel des Singerhauses war beleuchtet. Die Farben variierten angeblich je nach Stimmung von Pavel Durov. Wenn du Teil des Teams bist, bist du wie in einer Blase. Du hast deinen Part, kümmerst dich um die Technik. Alle politischen Fragen übernimmt Pavel. Er ist der Anführer, der alle politischen Entscheidungen trifft, sich um die Finanzen kümmert. Die gesamte Kommunikation mit der Presse läuft auch über ihn. Wenn du in einer Sekte bist, hast du ja nicht das Gefühl, in einer Sekte zu sein. Erst rückblickend kommt dieses Gefühl. Es ist ein geschlossenes Unternehmen, das von sich behauptet, das Beste zu sein. Durov hat V-Kontakte 2006 gegründet. Mittlerweile hat es ca. 100 Millionen Nutzer. Der erste Riesenerfolg. Anton Rosenberg hat insgesamt 8 Jahre hinter diesen Fenstern für Durov gearbeitet und ist seinem Chef lange blind gefolgt. Es hat Vor- und Nachteile, dass alles von der Entscheidung einer einzelnen Person abhängt, von der nur wenige wissen, wie sie überhaupt tickt. Man muss diesen Menschen vertrauen. Rosenberg war nicht nur einfach ein Mitarbeiter. Er kennt die Durov seit 20 Jahren. Bis es zum Bruch kam, war er gut befreundet mit Pavels älterem Bruder, Nikolai Durov, dem technischen Hirn hinter V-Kontakte und Telegram. Fotos aus der gemeinsamen Vergangenheit. Das bin ich. Das ist Nikolai Durov, mein Schulfreund und Kommilitone. Anton und Nikolai haben zusammen den Wehrdienst absolviert. Nikolai Durov ist ein Mathe-Genie. Später lernt Anton auch Pavel kennen, ein PR-Genie. Es ist diese Vergangenheit, die Durov und Telegram so glaubwürdig macht. Eine kleine, verschworene Gemeinschaft von russischen Codern. Die ersten Codes hat Anton mit den Brüdern Durov hier in der Platte geschrieben, im Norden von St. Petersburg. Hier wohnten die Durovs. Der Vater soll immer noch hier wohnen. Hallo? Кто? Это Дуров? Что вам надо? Мой журналист из Германии. Мы снимаем фильм про приложение телефона. Die Jungs aus der Plattenbausiedlung werden schon bald Superstars. Einige Jahre später wird V-Kontakte nämlich das größte soziale Netzwerk Russlands. Dann kommt der Dezember 2011. Russland erlebt die größten Proteste seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Demonstranten warfen der Regierung Fälschungen bei der Parlamentswahl vor knapp einer Woche vor. Sie forderten den Rücktritt von Regierungschef Putin und Neuwahlen. Die Demonstranten organisieren sich auch auf Durovs Netzwerk V-Kontakte. Der russische Geheimdienst FSB fordert Pavel Durov auf, die oppositionellen Gruppen zu sperren und will die Nutzerdaten. Jetzt wird Durov das Fundament seines späteren Mythos legen. Er weigert sich. Stattdessen veröffentlicht er das Schreiben des FSB und fügt einen Hund hinzu, der die Zunge rausstreckt. Pavel, der Unabhängige, Verteidiger der totalen Meinungsfreiheit. Für diese Aktion steigt Pavel Durov zum Volkshelden in Russland auf. Fans scharen sich um ihn, doch schon damals gibt es einen Zweifel.
Noch wenige Stunden, nachdem Pavel Durov seinen legendären Tweet abgesetzt hat, schreibt er eine E-Mail an den damaligen Stabschef im Kreml von Präsident Wladimir Putin. Schau mal hier, die Novaya Gazeta hat das hier noch veröffentlicht, diese E-Mail. Und darin klingt Pavel Durov doch ein bisschen anders. Er schreibt: Wie Sie wissen, arbeiten wir seit Jahren mit dem FSB zusammen und dem Innenministerium, indem wir in operativer Weise Informationen über Tausende von Nutzern unseres Netzwerks in Form von IP-Adressen, Handynummern und anderen Informationen herausgeben. Mit freundlichen Grüßen, Pavel Durov. Durov wird später bestreiten, diese E-Mail geschrieben zu haben. Aber wenn sie echt ist, dann mimt er auf der einen Seite den großen Staatsfeind, den großen Rebellen, und auf der anderen Seite ist er doch dann ziemlich interessiert an einem kuscheligen Verhältnis mit dem Kreml. Übrigens, dieses Verhalten wird uns später noch häufiger begegnen. Aber der Kreml lässt sich nicht beeindrucken. Wenige Stunden nach der Mail klopft es hier an Durovs Tür. Er lebt mittlerweile in einem Luxus-Apartment. Jetzt folgt der Gründungsmoment von Telegram. Und die Geschichte dazu geht so. Im Dezember 2011 soll hier ein Sondereinsatzkommando der Polizei gestanden haben, wollte zu Durov. Und ihm fiel auf, er hat gar keinen sicheren Kanal, um mit seinem Bruder zu kommunizieren. Also kam ihm die Idee, er braucht sowas wie Telegram. Der Ex-Programmierer Rosenberg erinnert sich aber noch an einen anderen Grund. Er wollte persönlichen Ruhm und globalen Erfolg. Aber seine Versuche, V-Kontakte auf dem Weltmarkt zu etablieren, scheiterten. Offenbar auch, weil es zu stark mit Russland assoziiert wurde. Diese russischen Wurzeln, die russischen Investoren, bremsten ihn aus. Deshalb brauchte er ein neues Projekt. Während sie den Code für den neuen Messenger Telegram schreiben, macht Durov wieder auf sich aufmerksam. Stadtfest in St. Petersburg. Pavel steht am Fenster seines Büros und wirft Geldscheine aus dem Fenster. Unten auf der Straße prügeln sich die Leute um die Kohle. Übrigens, einige der Scheine hat er als Papierflieger losgeschickt. Sie sollen die Vorlage für das Logo von Telegram sein. Und Pavel stand oben und hat angeblich gelacht. Nach einem Machtkampf mit Investoren muss Durov V-Kontakte verkaufen. Er erhält dafür rund 400 Millionen US-Dollar. Angeblich hätte ihn der Kreml rausgeekelt, behauptet er, weil er jetzt Staatsfeind sei. Pavel verlässt Russland, kauft sich die Staatsbürgerschaft der britischen Jungferninseln. Damals 27 tourt Pavel um die Welt und präsentiert sich als neuer Superstar der Tech-Szene. Aber einer mit Idealen. Ein Gegenentwurf zu den geldgierigen US-Vorbildern. I'm personally ready to donate $1 million to Wikipedia, and I hope that Jimmy and the board will approve this decision and accept the donation. Come on. What is the point of Telegram when in a world where there are so many other messaging platforms? It's a good question, but you know, to put it simply, it doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck, right? So which ones suck for you? For me and for most of my team, WhatsApp sucked most. Für solche Sprüche liebt ihn seine Community, weil sein Messenger nicht nur cooler ist, sondern weil hier keiner mithört. Why don't you tell us what inspired you to start Telegram? Well, back then I was still living in Russia, right? Mm-hmm. And we noticed that the existing means of communication were not secure. They could be easily intercepted and decrypted by local authorities. Nach seinen Erfahrungen mit dem Kreml macht Durov seine Abneigung gegenüber Autoritäten und Grenzen immer wieder deutlich. Durovs Philosophie begeistert viele. Regierungen und Staaten absolut nicht sein Ding. Er denkt nicht in Grenzen. Er sieht sich selbst als Weltbürger. Nach diesem Prinzip hat er auch sein Firmengeflecht aufgebaut. Weltweit sind Telegram-Firmen registriert. Einige davon sind schon wieder abgemeldet. Angeblich, um staatlicher Kontrolle auszuweichen und zur Sicherheit der User. Es könnte aber auch noch andere Gründe geben. Zufällig sind nämlich einige der Standorte Steuerparadiese. Und in internen Mails werden die Vorteile des Firmengeflechts diskutiert. Steuervermeidung. Steuervermeidung ist ja auch eine Form von Staatsverachtung. Da bleibt er sich treu. Aber so grundsätzlich läuft es richtig gut für Telegram und Pavel Durov. Die Nutzerzahlen steigen,
Das Versprechen, wir geben deine Daten nicht weiter, scheint zu verfangen. Das hat aber auch ein Problem. Denn Regierungen wollen jetzt plötzlich, dass radikale Inhalte gelöscht werden. Und was macht Pavel Durov? Der taucht ab. Weg von den Tech-Bühnen, weg von den verhassten Staaten. Keiner erreicht ihn mehr. Auch keine Regierung. Und vor allem auch nicht die deutsche Bundesregierung. Und die hätte echt Gesprächsbedarf. Herbst 2021 in Deutschland. Die Politik diskutiert die Impfpflicht. Auf der Straße eskaliert es und in Telegram-Gruppen auch. Dass wir dann hier Ministerpräsidenten absägen. Man müsste eigentlich theoretisch ja, das ist so. Den Typen einmarschieren, den Typen dann rausziehen, irgendwo abhängen und den nächsten und so weiter. Die Bundesregierung versucht seit einem Jahr Telegram zu erreichen, fordert Hass und Hetze zu löschen, aber keine Reaktion. Da wird zur Revolution aufgerufen und zum bewaffneten Widerstand. Wie weit würden Sie gehen, Herr Buschmann? Also es ist überhaupt keine Frage, was auf Telegram in Umlauf gebracht wird. Das ist nicht nur widerlich und unanständig, sondern das ist in vielen Fällen eben auch kriminell. Das geltende Strafrecht ist da völlig eindeutig. Und wir müssen jetzt über alle Möglichkeiten nachdenken. Und die Bundesregierung droht eine Geldstrafe in Höhe von 55 Millionen Euro an. Die Schreiben gingen in diese beiden Türme nach Dubai. Die Al-Qassim Tower. Hauptsitz laut Firmenregister. Das Problem, Telegram ist da gar nicht. Ein Bildreporter macht im Dezember 2021 einen lustigen Besuch bei der Briefkastenfirma. Ja, wir sind jetzt im 23. Stockwerk des Al-Qassim Towers hier in Dubai, ganz genau in Tower A. Im Hintergrund sehen wir das Büro 2301. Dahinter soll Telegram sitzen. So glaubt es zumindest das Bundesamt für Justiz. Die haben nämlich im Frühjahr schon das Anhörungsschreiben hier hingeschickt. Aber wenn man sich das anschaut, erscheint das sehr schwierig bis hin zu unmöglich, hier einen Brief zuzustellen. Wir probieren es trotzdem mal und werden jetzt anklopfen und mal sehen, ob jemand öffnet. Nein, keiner hat geöffnet. Und auch der Bußgeldbescheid der Bundesregierung lief ins Leere. Wir bekommen einen Hinweis von einem Informanten, der anonym bleiben möchte. Es soll noch eine weitere Adresse in Dubai geben. Die echte. Yeah, thank you so much. Bye-bye. Cool. Der Informant hat uns zum einen gesagt, wo das tatsächliche Büro ist. Die sind auch in Dubai, also die arbeiten tatsächlich, das Team von Telegram arbeitet tatsächlich in Dubai. Aber nicht in diesem Turm, sondern ein paar Meter weiter. Al-Habtur heißt der. Al-Habtur Business Tower. That's it. Da soll tatsächlich das eigentliche Büro von Telegram drin sein. Das wollen wir natürlich mal herausfinden. Unser Informant hat noch was für uns. Den privaten Telegram-Account von Pavel. Wir schicken eine Interviewanfrage. Dann fliegen wir los nach Dubai. Das Büro suchen. Es kann doch nicht so schwierig sein, ein Milliardenunternehmen zu finden. Wir hatten doch Pavel Durov auf seinem Privat-Account von Telegram eine Anfrage geschickt. Und du willst mir jetzt zeigen, und ich will ob jetzt sagen, er es gelesen hat. Und er hat es gelesen. Zeig es mir. Ich bin so gespannt. Guck mal hier, zwei Haken. Ja. So, guck mal hier. Er hat auch noch hier die Inquiry, die PDF-Datei hat er sogar auch gelesen. Aber er hat doch nicht geantwortet. Er hat doch nicht geantwortet. Durovs Telegram entzieht sich allen. Zugegeben, die Nummer mit dem Briefkasten ist schon konsequent. Aber ein Milliardenkonzern mit 700 Millionen Nutzern weltweit, der einfach nicht zu erreichen ist? Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo beginnt Verantwortung? Auch wir fahren erstmal zur Briefkastenfirma im falschen Tower. Nur um sicher zu gehen, dass hier wirklich niemand ist. Das ist die Tür. Das ist die Rückentür. Hier steht ja auch nichts dran. Nicht mal ein Briefkasten. Aber das ist die laut Impressum die Adresse. Wir wollen das echte Büro finden. Und machen uns im Hotel bereit. Ich habe Daumen gesagt, ich habe eher so T-Shirt jetzt gemacht und so, weißt du? Und du machst jetzt so ein bisschen auf schicke Frikadelle, aber gut. Ab geht's in die Marina, die Hafenstadt von Dubai. Hier zahlt man keine Vermögens- und Einkommensteuer.
Übrigens, Dubai ist kein Fan von Journalismus. Film ist hier nur mit Genehmigung erlaubt. Macht es jetzt nicht einfacher. Das ist Amila, oder? Komm mal her. Ja, das soll der Turm sein, in dem sich das Büro jetzt inoffiziell befindet. Problem Nummer 1, wir wissen nicht, auf welcher Etage Telegram sitzt. Problem Nummer 2, der Turm ist gut gesichert. Überall Kameras und Sicherheitspersonal. Wir tasten uns von außen vorsichtig ran. Unser Informant hat uns noch einen Hinweis gegeben. Wir wollen hier einmal versuchen, heute Mitarbeiter anzusprechen, die so nach russischen Programmierern aussehen. Unser Tipp war, dass die Adidas-Klamotten tragen. Ja, ich würde sagen, da kommt der Pastor-Schema. Sprich mal an. Ja. Was hat er gesagt? Er war voll nett. Er meinte, ja, die sind hier. Aber er weiß nicht, wo, in welchem Floor. Wir sollen aber an der Rezeption einfach fragen. Und was macht man, wenn der Chef vom zweitgrößten Messenger der Welt nicht bei Telegram antwortet? Genau, man schreibt ihm einen Brief. Oldschool, aber vielleicht finden wir so raus, ob und wo Telegram seine Büros hat. Die meinte, die nimmt den nicht an, weil ich nicht weiß, in welcher Etage der Brief gehört. In welcher Etage das Unternehmen ist, deswegen nimmt ihr den Brief nicht an. Aber hat sie was zu Telegram gesagt? Sie hat jetzt nicht gesagt, die Firma gibt's hier nicht. Im Foyer kein Hinweis auf Telegram, kein Schild und die Rezeption blockt ab. Ohne Erfolg fahren wir zurück zum Hotel. Wir schreiben Pavel und allen Gesprächspartnern noch einmal, sagen dazu, dass wir vor Ort in Dubai sind und wirklich jederzeit bereit wären für ein Interview. So geht es schon seit Monaten, Mann. Bist du desperate? Ja, es nervt mich hier vor Ort zu sein und irgendwie läuft das nicht. Der nächste Tag. Leider Samstag. Auch in Dubai wird heute nicht gearbeitet. Aber wir sind fest entschlossen, heute finden wir das versteckte Büro von Telegram. Der Plan? Wir fahren einfach alle 38 Stockwerke ab. Rauf und runter. Wir müssen nur ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt mal in die 16. Ich habe irgendwie Schiss hier zu filmen wegen der Bewachungskamera. Ist hier? Nee. Stand nirgendwo was dran. Nehmen wir mal die 11. Ding! Ab in die 12. Kasper. Hallo? Und ab in die 13. Und in die 14. Sechster Stock. Siebte Etage. Kommen wir mal in die 9. Und in die 8. Hast du? Ich hab's. Nee. Doch. Halt's Maul. Ja. Papa. Nee. Also. Es ist nicht so, als hätte ich jetzt Pavel Durov getroffen und dass ich jetzt irgendwo war, wo Telegram dran steht. Das ist nicht so. Aber ich war überall. Verdammte Scheiße. 1 bis 20, 30, hoch, runter. Ich hab da auch gedreht und mir alle Firmen mitgeschrieben. Yachtclub, irgendwas, keine Ahnung. Und als ich runter bin, habe ich einfach nochmal Securities gefragt. Und die meinten so, die dürfen ja gar nicht rein. Ohne sich zu registrieren. Ja klar, registriere ich mich als Gast, logisch. Wo ist Telegram? Ja, die müssen sich registrieren. Die sind im 28. und 36, die haben zwei Büros. So, registriert sind wir jetzt. Wir fahren nochmal zusammen hoch. Wir wollen sicher gehen, dass der Brief vor der Tür von Telegram landet. Ist jemand da? Willst du mal klingeln? Guck mal rein, ist da jemand? Nee. Okay, hier ist ein Brief. Pavel Durov. Ist wie eine Briefmarke. Der zweitgrößte Messenger der Welt. Kein Schild, kein Hinweis. Nur zwei anonyme Büros. Und ja, es passt zu Durovs Philosophie. Doch Moment, eine Sache ist komisch.
Noch während wir in Dubai sind, meldet sich ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter bei uns. Er lebt gerade auch in Dubai. Seine Wohnung ist zufällig 400 Meter entfernt von Telegrams geheimem Büroturm. Das ist interessant, das Speedboot beobachtet uns die ganze Zeit, ne? Ach Quatsch, du hast bis paranoid geworden. Steve Korshakov war 2013 Programmierer bei Telegram. Damals noch im Büro in St. Petersburg. Noch heute hat er gute Kontakte zu Durovs Kernteam, sagt er. Wir wollen von Steve wissen, warum versteckt sich Telegram ausgerechnet in Dubai? Well, Paul have to live somewhere, so it's make friends. Also he is good friends with Crown Prince of Dubai, so no one is going to sue him here, like from outside. Basically, just like Dubai will protect him anyway. You think so? Yeah, of course. It's Asia, so it's like if you have friends, right friends, so it works. It's not bribery. It's just how it works usually. So the government of Dubai is protecting him and his company in a sort kind of yeah, way. Yeah, government here is very, let's say, relation based. I would say it's completely normal, but it's not. You are not paying for this, so it's more like business relationships. So you have like you just make friends here, and this started to work a little bit different. Zurück im Hotel. Wir stoßen auf einen LinkedIn-Post vom Kronprinzen von Dubai aus dem Februar 2021. Er hat Pavel Durov zu einer Audienz geladen. Beide sind voll des Lobes füreinander. Der Held der Meinungsfreiheit und der Autokrat. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist einiges nicht erwünscht. Rechte von Frauen, Oppositionellen und LGBTQ-Angehörigen. Sie alle werden im autokratischen Wüstenstaat unterdrückt. Ich finde es ganz interessant, dass quasi der große Verteidiger der Meinungsfreiheit, der große liberale Pavel Durov ausgerechnet sich Dubai ausgesucht hat, wo so eine autoritäre Monarchie irgendwie herrscht. Aber Pavel Durov, der Weltbürger, hat da noch eine Regierung, mit der er sich gut zu verstehen scheint. Die französische. Letztes Jahr hat er die Staatsbürgerschaft Frankreichs erhalten und seinen Namen in Paul Durov ändern lassen. Nachlesen kann man das in den Bekanntmachungen des Élysée-Palasts. Krass. Wir wundern uns und haben Fragen an unsere Korrespondentin Julia in Paris. Wie schwierig ist es generell oder eigentlich in Frankreich die französische Staatsbürgerschaft zu bekommen? Ne, welche Hürden gibt es da? Ich musste 5 Jahre im Land leben, ich muss die Sprache gut können, ich muss mich an die Regeln halten, ich darf nicht vorbestraft sein. Aber diesen Prozess, wie gesagt, kann man ganz offiziell verkürzen, wenn man eben bestimmte Verdienste erbracht hat, dann kann es auch in 2 Jahren gehen. Es gibt aber auch Beispiele dafür, dass es ganz schnell gehen kann, quasi per Dekret. Also es kann sehr schnell gehen, dann muss man Fürsprecher haben oder wirklich was Besonderes geleistet haben. War Emmanuel Macron sein Fürsprecher? Wir wissen es nicht. Fest steht, Macron ist ein riesen Telegram-Fan. Telegram soll im Präsidentenpalast der Messenger sein, über den alles läuft. Pavel Durov kuschelt offenbar doch ganz gerne mit Regierungen. Und nicht nur, wenn sie seinem wirtschaftlichen Interesse dienen, sondern vor allem, wenn sie ihn unter Druck setzen. Beispielgefällig? Indonesien 2017. Die Regierung fordert Telegram auf, terroristische Inhalte zu löschen. Pavel reagiert lange Zeit nicht, bis die Sperrung der App angedroht wird. Er fliegt sofort nach Jakarta. Indonesien ist ein Riesenmarkt. The minister and his office tried to get in touch with us using emails, and in many cases these emails didn't go through to us. And that's why it was perceived as ignoring the request. However, we are very much committed to taking down all of the public channels and public propaganda. Anderes Beispiel? Brasilien. Das oberste Gericht fordert die Löschung von Falschinformationen eines Bloggers, der Bolsonaro nahestehen soll. Durov reagiert nicht. Das Gericht droht die Sperrung an. Plötzlich bewegt sich Durov. Und was schreibt er wohl? Genau, ein E-Mail-Problem. Durov entschuldigt sich noch für seine Nachlässigkeit. Das hätte er definitiv besser machen müssen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und Deutschland erhöht auch irgendwann den Druck. Bundesinnenministerin Faeser hat ein härteres Vorgehen gegen Gewaltaufrufe und Hetze beim Messenger-Dienst Telegram angekündigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser geht einen Schritt weiter und droht die Sperrung an. Und siehe da, die Drohung wirkt. Pavel Durov
reagiert. Es gibt Gespräche zwischen Telegram und der Bundesregierung. Und plötzlich werden Kanäle gelöscht, wie der von Attila Hildmann. Und ratet mal, warum Pavel Durov vorher nicht reagiert hat. Seine Begründung? E-Mail-Probleme, heißt es aus Regierungskreisen. Das Schema zeigt eins. Immer wenn die wirtschaftliche Existenz bedroht ist, knickt Pavel Durov ein und kommt immer mit der gleichen Ausrede. Vielleicht noch mal zur Erinnerung. Telegrams großes Versprechen war und ist No Byte, wir geben nichts weiter. Dass das Versprechen mittlerweile nicht mehr viel wert ist, findet auch Durovs alter Weggefährte Anton Rosenberg. Ich glaube, Pavel verspricht zu PR-Zwecken, keine Daten weiterzugeben. Aber er würde nie die Wahrheit sagen. Wenn er die Wahl hat zwischen der Schließung des Unternehmens und einer Zusammenarbeit mit Behörden, dann wird er sich für das Zweite entscheiden, weil ihm das Geschäft wichtiger ist. Nochmal zurück zur Umfrage, die Telegram vor wenigen Tagen an alle UserInnen in Deutschland gestellt hatte. Angeblich konnte man ja darin abstimmen, ob Telegram jetzt mit dem BKA zusammenarbeitet oder nicht. Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Und knapp die Mehrheit ist dafür, dass bei schweren Straftaten Nutzerdaten weitergegeben werden können ans BKA, aber nur mit Gerichtsbeschluss. Ja, dafür sind 39%. 20% ist es völlig egal. Und 37% plädieren dafür, überhaupt gar keine Daten, auch mit Gerichtsbeschluss, an das BKA weiterzugeben. Hält sich Telegram jetzt an diese Umfrage? Fraglich. Eine Sache haben sie auf jeden Fall den UserInnen verschwiegen. Telegram kooperiert schon länger mit Ermittlungsbehörden. Das Bundesinnenministerium hat uns offiziell bestätigt, dass Telegram mit dem Bundeskriminalamt kooperiert. Von 202 Nutzerdatenanfragen hat Telegram schon 25 beantwortet. Telegram gibt Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt weiter. Daraus resultieren sogar schon Ermittlungsverfahren. Am Ende der Recherche steht eins fest. Telegram ist auskunftsfreudiger, als es vorgibt. Was denkt ihr über Telegram? Schreibt es in die Kommentare. Und hier haben wir noch zwei spannende Videos. Einmal unsere passende Recherche zu Attila Hildmann und hier ein Video vom Y-Kollektiv.